Aber ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal gegen einen anderen probieren. Ich könnte natürlich auch gerne zwischenzeitlich. Felix, gegen dich habe ich noch nicht. Zwischenzeitlich gerne. Oder habe ich schon gegen Felix? Nee, oder? Nee, habe ich glaube ich nicht. Zwischenzeitlich gerne auch mal wieder eine Viererrunde machen. So geht es natürlich auch. Aber wir haben ja noch genügend Games, die man nur zu zweit zocken kann, die wir antesten können. Deswegen die Situation, ne? Speed. Ich bin so froh, dass du das jetzt nur kurz als Scherz gemacht hast. Ich habe das genau gesehen. Bei Speed muss man blitzschnell sein. Bei Speed muss man doch einfach nur Drogen nehmen, oder? Lege blitzschnell Karten ab, die um einen Wert höher oder niedriger sind als die obersten ausliegenden Karten. Es gewinnt, wer als erster all seine Karten abgelegt hat. Blitzschnell, Alter. In diesem Spiel sind König und Ass direkt aufeinander... Wenn beide Spieler... In diesem Spiel sind König und Ass direkt aufeinander folgende Werte. Oh Gott. Wenn beide Spieler keine Karten ablegen können, ziehen gleichzeitig je eine Karte aus dem Nachziehstapel. Die Karten werden in der Mitte abgelegt und es geht sofort munter weiter. Was spielst du sonst noch für Spiele? Wissen wir noch nicht. Ob mit Joker gespielt wird, kann vor Spielbeginn festgelegt werden. Ein Joker passt auf jede beliebige Karte. Also falls du meinst, von wegen, welche Spiele spiele ich generell, dann kannst du auf dem Kanal mal gucken. Aber was wir heute spielen, weiß ich noch nicht. Ah, André, das tut mir wahnsinnig leid, sonst machen wir es nachher nochmal. So, die erste Schachpartie war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr krass. Ich war so was von hart am Gewinnen, ich habe es genau gesehen. Oh Gott. Hä? Was ma- Hä? Du kannst keine Karte spielen oder was? Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Ich dachte, ich muss die höher legen. Hä? Ich versteh's nicht! Du kannst keine Karte spielen. Okay, dann muss ich warten. Spiele eine Karte. Okay, also das heißt, nur Felix kann eine Karte spielen. 10. Okay, alles klar. Oh, hier. Okay, jetzt habe ich das Spielprinzip verstanden. Guck mal, jetzt geht's ganz schnell. Oh, nein. Ah, scheiße, scheiße. Nein, jetzt kann ich keine Karte spielen, oder? Doch, ich kann... Ah, schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Oh Gott, das geht zu schnell. Das geht zu schnell. Oh Gott! Ist das schnell! Kann ich eine Karte spielen? Ernsthaft? Hä? Ach so, okay. Ach so, hier, 4. Oh, ja, hier, schnell! Ich kann keine Karte spielen. Ich kann keine Karte spielen! Schnell! Ah, jetzt! Oh, das war anstrengend. Oh. Also, ich glaube, man muss natürlich höher legen, ganz klar. Aber ich habe am Anfang kurz nicht verstanden. Also, es gibt Situationen, wo du keine Karte spielen kannst. Es gibt halt wirklich Situationen, wo du keine Karte spielen kannst. So musst du halt einfach abwarten, bis der Gegner eine gespielt hat. Oder bis das Spiel checkt, okay, jetzt können beide nicht. Und dann legt das Spiel von sich aus neue Karten. Ist eine geile Sache eigentlich, ne? Da muss man Reaktionsvermögen zeigen. Coole Sache. Ich habe vorhin ein Bier getrunken. Das lag jetzt daran, dass ich jetzt deutlich besser war als sonst, ne? So. Mit wem habe ich denn noch nicht? Es ist schnell, heißt auch Speed. Ich dachte, da muss man was nehmen. Alex Tendo. Oh, wir haben nur noch 3 in der Liste. Achso, ich wollte auch mal nach Freundesanfragen schauen, ne? Gucke ich gleich nach der nächsten Runde. Und dann können wir auch gerne mal eine Viererrunde zwischenzeitlich einbauen, wo wieder jeder mitspielen kann. Also da mache ich wieder eine Lobby auf und dann sind es halt die ersten 3, die reinkommen. Verstehst du? Macht's euch denn Spaß, Leute? Es war trotzdem lustig. Ja, irgendwie finde ich es auch lustig. Wenn es euch auf jeden Fall Spaß macht, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst.
Der Vorläufer des Bild. Oh, gerne, können wir mal testen. Ich kann es zwar nicht, aber wir können gerne mal testen. Karom ist ein indisches Spiel. Es geht freut mich. So, weißt du denn, wie es geht, Alexandro? Ich kenne Karamals, was auch immer das bedeuten soll. Gut, wenn es wie Billard ist, ist es ja eigentlich ziemlich easy, oder? Einfach draufgezimmert, oder? Sollen wir spielen, Alexandro? Wir spielen einfach. Komm, das kriegen wir hin. Wir kriegen wir hin. So, muss ich anfangen? Nee, Alexandro finden. Muss man da schnipsen, Alter? Müsste ich jetzt eigentlich das Schnipsgeräusch machen? Warte, nee, ich zimmer schon in die Mitte, so. Geht das? Okay, muss ich jetzt die Weißen oder... Ah, ich bin die Dunklen. Okay, das sehe ich gerade oben an meinem Namen. Ich muss die Dunklen reinmachen. Aber das geht doch voll nicht einfach. Das ist doch voll anstrengend. Als ob das geht. Guck mal, es ist voll schwer, Alter. Ich will in die andere Richtung schnipsen. Ich darf nur in eine Richtung schnipsen. Das ist doch zum Kotzen. Komm, ich schnipse jetzt mal den und der schnipst alle anderen auch an. So, guck mal. Jetzt liegt das alles viel besser. Man muss anscheinend drauf zimmern und beim Gegner einlochen. Toffi ist 5 Jahre alt und lacht über solche Witze. Halt von wegen einlochen, ne? Beim Gegner einlochen. Zum Schluss den roten Chip. Das ist dann wahrscheinlich wie die 8 im Billard, ne? Die kommt immer ganz zum Schluss, wenn man das normale Billard spielt, glaube ich. Wieso kriege ich jetzt gerade Bock auf Schokocrossis, wenn ich gerade die gerade da sehe? Irgendwie habe ich gerade Bock auf... Alter, was ist jetzt los mit dir, Alexandro? Gerade mal in der Skillkiste gegriffen, oder? Kann ich auch mal wieder spielen? Ich darf nicht. Okay, also, ich bin wieder dran. Ich würde gerne in die andere Richtung schnipsen. Ich darf nicht. Ich schnips mal so. Mal gucken, was das bringt. Das Billard in 51 Worldwide Games finde ich genauso schlecht wie das... X. Du meinst das jetzt hier? Billard finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich eigentlich ganz cool. Mal hier. Ich schnips dich weg. Geh doch da runter. Ich darf nur in die eine Richtung schnipsen. Was ist denn das? Wieso darf ich denn nur in die eine Richtung schnipsen? Ach so. Ich hab's nicht verstanden. Okay. Entschuldigung, jetzt gewinne ich. Achtung, Achtung, Leute, jetzt gewinne ich. Jetzt gewinne ich. Jetzt gewinne ich. Ich gewinne, ich gewinne. Macht euch auf was gefasst. Ich gewinne. Ich gewinne. Ich habe einen eingelocht. So, jetzt. Der absolute Oberburner. So. Boah, guck dir das an. Jetzt gehen sie alle rein. Was kriege ich von euch, wenn ihr alle reingehen? Dann kriege ich von euch ein Stück. Was ein Stück? Was könnten wir denn für ein Stück nehmen? Ein Stück. Irgendwas mit Stück. Irgendwas mit Stück. Hochmut kommt vor dem Fall. Ach was, ich fall nicht. Ich sitz doch. Ich kann nicht fallen. So, warte. Guck dir das.
das an. Guck dir das an. Das läuft doch wie am Schnürchen. Ja, so. So. Okay, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Na gut. Okay, aber ich bin auf jeden Fall schon mal gleich stark mit ihm gemacht, ne? Immer ein Stück Döner. Ein Stück Döner? Kann man Döner... Versucht mal bitte schön, ein Stück Döner abzuschneiden. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Sauerei, oder? Ich glaube, das Stück will ich dann nicht mehr. Das ist mir ein bisschen zu dreckig dann. Eine ganz schön dreckige Angelegenheit, das Ganze. Kann ich das da? Ich glaube, das geht nicht, ne? Aber generell liegt alles ein bisschen scheiße. Ich versuche mal den da. Nee. Ich versuche doch nochmal den da oben. Guck mal, den schaffen wir schon irgendwie. So. So. So weit wie geht hier. Mehr geht nicht. Ja! Hat geklappt! So macht man das. Ein Stück Quiche. Ein Stück Eis. Ein Stück Eis. Auch interessant. Das muss aber sehr, sehr hartes Eis sein, oder? Ein Stück Wassereis vielleicht. Steht ihr eigentlich auf Wassereis? Ich bin eigentlich ein voll großer Fan von Wassereis, weil im Sommer gibt es nichts Geileres als ein richtig lecker Wassereis, bei dem man seinen Durst löschen kann und dann eben auch noch was Gekühltes ist. Ich mag sowas gerne. Es ist zwar eigentlich total billiges Zeug, aber ich mag sowas voll gerne. Kratzeis. Was ist denn Kratzeis? DSRGG, hi! Was? Guten Abend und... André, ich habe zwei Fragen gleich zu Beginn. Erstens, was habe ich verpasst? Und zweitens, habt ihr Mensch ärgerlich nicht gespielt? Nee, Mensch ärgerlich nicht haben wir noch nicht gespielt. Und wir haben ganz viele Spiele gespielt, die wir noch gar nicht hatten. Also wir haben bis jetzt nur Spiele gehabt, glaube ich, die wir noch gar nicht gespielt haben. Also von dem her, einiges verpasst. Laura, hallo. Kratzeis ist geil. Ich kenne das gar nicht. Ist das ein Eis, wo eine Katze dran rumgekratzt hat? So, ich versuche mal da in die Mitte zu zimmern. Ich muss die da irgendwie ein bisschen... Oder, warte mal, kann ich das vielleicht ein bisschen besser machen da unten? Geht das vielleicht auch? Ah, das könnte funktionieren. Sieht aber echt eher... Ja, doch! Hat geklappt! Super! Okay, das wollte ich so. Das glaubt mir jeder, oder? Okay, warte. Na, das klappt so nicht. Vielleicht so, hier, mit dem da irgendwie... Na, das funktioniert nicht ganz. Vielleicht, warte mal, ich versuche mal so ein bisschen. So vielleicht. Ich versuch's mal. Ah! Was? Nein, ich habe die Königin eingelocht! Nein! Ah, ich habe in die Königin eingelocht. Jetzt ist der König sauer. Das durfte ich nicht. Ah. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich darf hier nochmal. Königin bestätigt! Also das heißt, man muss zweimal in die Königin einlochen. Erst dann darf man mit ihr zusammenbleiben. Ganz klar, also einmal rein in die Königin, das ist nicht. Wenn, dann zweimal. Okay, verstehe ich. Ist voll logisch. Ist voll logisch. So. Versuchen wir es mal auf die gerade Tour. Oh, faul. Ups. Nein! Oh, da geht man einmal an die Königin ran und dann macht man automatisch aus Versehen faul und dann ach, ist das alles wieder am Arsch, ey. Oh. Was? Kratzeis ist Wassereis im Becher, das man kratzen muss, um es zu essen. Okay, dankeschön für die Klarstellung. Habe ich sowas jemals gegessen? Ich frage mich. Ich wahrscheinlich eher nicht, sonst wüsste ich das ja, ne? Okay, noch ist alles offen. Noch habe ich trotzdem noch die meisten Dinger drin. Und ich habe die Königin auf meiner Seite. Kann man die aggro machen und so? Und dann verprügelt die den Gegenspieler oder irgendwas? Die ist bestimmt wie bei Alice im Wunderland, oder? Ah, mit dem Kopf!
Man muss zweimal in die Königin einlochen und erst dann kann man sie verhalten. Ach ja, Toffi. Hashtag Kindergartenhumor. Hey, es war voll lustig. Warum habt ihr nicht gelacht? Das war voll lustig. Ich muss mal kurz gucken, wie ich den hier am besten schlage. Oh, ja, so nicht. Ab mit ihrem Kopf! Kann das sein, dass die Kommentare zeitversetzt erscheinen? Toffi hat einen Kommi beim Schach vorgelesen, welche ich beim Baseball geschrieben habe. Ach so, nee, manchmal lese ich ein bisschen ältere Kommentare. Ich überfliege die Kommentare immer so, die reingekommen sind. Und pick mir dann immer irgendeinen raus und manche sind schon etwas älter. Ich lese jetzt hier zum Beispiel auch noch, Erich hat geschrieben, die Spiele, die noch übrig sind, sind glaube ich Mühle, Hex, Dame, Hasenjagd, Minishogi. Ich weiß nicht, wann er das geschrieben hat, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger her. Also, wisst ihr? Scheiße, ich verliere gerade. Ey, aber die Königin, kann die jetzt mal anfangen, hier ein bisschen mitzuhelfen? Ich dachte, das ist die Königin, die muss mal was tun für ihr Volk. Ich habe nicht umsonst in die eingelocht. Das muss sich doch gelohnt haben. Komm, den kriegst du aber nicht. Ich stehe dir mitten im Weg. Wann spielst du wieder Splatoon 2? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gibt zu viele Spiele, die ich spielen könnte. Ihr erfahrt es als erstes, wenn ich es wieder spiele. Oh, ich habe gerade irgendwie Bock auf ein Eis, Mann. Aber kein Kratzeis. Ein richtiges Eis. So. Wie mache ich das am Geschäft? Ich glaube, als erstes versuche ich mal den da einzulochen. Das müsste doch eigentlich irgendwie machbar sein, oder? Ja, super. Okay. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, aber es wird schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch funktioniert. So, dann machen wir mal den da. Soll ich so oder... Ich glaube, so ist am geschicktesten, oder? So vielleicht? Nein! Nein, Alex, du tust nicht! Nein, das Loch da oben ist ganz schlecht. Da ist vorne eine Apfelsine reingefallen. Die fault da gerade drin. Lass den Stern. Wenn du den da rausholen musst. Alter, der stinkt. Nimm ein anderes Loch. Glaubt er mir? Kleine Chance, dass er mir glaubt. Okay. Was war der Apfelsinengeruch? Ich bin jetzt aber auch nicht viel besser dran, ne? Irgendwie schaffe ich es jetzt trotzdem nicht. Ich kann es versuchen, so von da aus, aber ich glaube, das wird nichts. Nein! Aber irgendwie ist das lustiger als Billard, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie hat das hat irgendwie ein bisschen mehr Strategie, finde ich. Billard auch, klar, da kann man mit Bande arbeiten und sowas. Aber ich habe verloren. Aber ich habe die Königin. Kriege ich jetzt einen Bonuspunkt? Schade. Toffi, bist du schwanger? Ständig hast du Heißhunger auf irgendwelche Sachen. Wenn ich schwanger wäre, hätte ich jetzt Heißhunger auf Eis mit Gurken oder sowas. Auf Gurkeneis oder so. Aber darauf habe ich jetzt gerade keine Lust. Nur Eis. Vielleicht habe ich noch irgendwo Eis. Wir machen gleich Pause und ich hole mir Eis und fress das hier im Stream und ihr kriegt es nicht mit. Ihr müsst zugucken, wie ich Eis esse und werdet alle neidisch.